Jetzt fragen wir mal die Senior-Chefin Inge Gotthardt. Also Sie sind die Mutti von Lars sozusagen? Ja. Genau. Und Sie haben immer ein Auge drauf, dass in der Küche alles glatt geht? Ja. Okay. Wenn ich jetzt die Kartoffeln kochen möchte, ja, wie muss ich das machen? Kaltes Wasser, heißes Wasser, Deckel drauf, Deckel unten? Also eigentlich mit kaltem Wasser einsetzen. Ja. Weil das kalte Wasser dann diese Stärke auch ein bisschen rauszieht. Mhm. Und deswegen mit kaltem Wasser einsetzen. Wenn man schnell fertig werden möchte, setzt man es mit warmen an, aber ansonsten mit kalten. Okay, und dann muss man die Stärke aber abschöpfen. Jawohl, genau, weil hier oben drauf dann immer ein bisschen drauf ist. Ne? Salz zuerst rein oder später? Ja, erstmal gleich rein. Mhm. Erstmal abwaschen ordentlich und dann Salz drauf und kochen. Und dann kochen, okay. Kann man die zum Schluss irgendwie warm halten, wenn der Braten noch ein bisschen braucht? Ja, denn die, da macht man Zeitung drum und stellt es ins Bett. Was? Ins Bett? Ja, zu Hause. Genau. Das ist so ein alter Trick? Wenn wir jetzt viel Besuch haben, dann wird die Kartoffel, werden die vorher geschält, gekocht, fertig gemacht. Und dann sind sie natürlich, wenn dann Klöße noch kommen und Fleisch, dann wird das eingewickelt und kommt ins Bett. Und Decke drauf, oder was? Und Decke drauf, ja, mit Zeitung. Ordentlich einwickeln. Und die bleiben so, wie sie hier gekocht sind. Wirklich jetzt? Ganz sicher. Versprechen Sie mir. Verspreche ich Ihnen. Und wenn Sie es vergessen, haben Sie zum Schluss wenigstens ein warmes Bett. Jawohl. Nein, das ist schon so. Alles klar. Kartoffeltipps mit Inge. Dankeschön. Alles klar. Wunderbar. Danke.